schätzen ihre Rolle am Markt, die sie in Zukunft spielen werden können, tendenziell falsch ein. Ich gebe jetzt einfach wieder an Katrin, ihr könnt noch 9 Stunden reden, das sind wieder eröffnet. Ich habe dem eigentlich nur Kleinigkeiten hinzuzufügen. Ich war zum Beispiel dieses Jahr im März zum ersten Mal als eine Art Free Agent auf der Buchmesse in Leipzig, in dem Fall als Buchmessenbeobachterin im Auftrag des Deutschlandradios. Und da ist mir das nochmal klarer geworden, wie anders sofort die gesamte Buchmesse wird, wenn man nicht von einer Verlagsmitarbeiterin, das sind ja eigentlich immer Mitarbeiterinnen, an der Hand genommen und rumgeführt wird und vom Hotel im Taxi zur Buchmesse und wieder zurückgebracht wird und seine Termine vorgelesen kriegt. Man wird gleich ein anderer Mensch. Dadurch, dass man sich um alles von der Unterkunft bis zur Frage, wie man auf die Buchmesse kommt und was man dort dann macht, selber kümmern muss, ändert sich sofort die ganze Welt. Und ich glaube, das ist symptomatisch für das, was in der Regel mit Autoren passiert. Also wenn sie bei einem klassischen Verlag sind, bei dem sie an der Hand genommen und betreut werden, das hat halt, ja, das ist halt ein zweischneidiges Schwert. Zu der Sache mit der PR kann ich noch